Ich glaube, das ist das Leckerste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Bisschen nach Parfüm, muss ich ehrlich sagen, aber im positiven Sinne. Also ich muss sagen, ich finde irgendwie, dass das ein bisschen weird aus. Hanuta, würde ich sagen, mit Pistaziencreme. Erinnert mich ein bisschen an die Apfeltasche von Magis. Ihr müsst das ausprobieren. Aber wenn man sagen müsste, es soll wie Bacon schmecken, dann eine 1 von 10 oder so. Aber es schmeckt echt wie so eine kleine Zitronentorte irgendwie. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich melde mich heute wieder zurück mit ein paar neuen Food-Neuheiten. Sowohl vegan als auch vegetarisch. Ich habe nämlich ein paar ganz crazy Sachen gefunden. Und zwar nicht nur Food-Neuheiten von Produktkategorien, die man schon kennt, sondern ich habe auch ein, zwei Sachen dabei, die ich so in der Art noch nie getestet habe. Deswegen freue ich mich sehr, euch die Sachen zu zeigen. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Ich dachte, ich gebe euch vorab schon mal einen kleinen Einblick zu den Sachen, die wir testen werden. Ich glaube, das wird ganz, ganz wild. Zwar ist das alles hier todesungesund, das weiß ich auch. Aber ich finde, man kann sich das auf jeden Fall mal gönnen. Und ich bin ja immer die Nummer 1, die sofort in die Läden rennt, wenn sie hört, es gibt irgendwas Neues. Und ich liebe das einfach. Das ist für mich ein richtiges Hobby irgendwie. Ich bin jetzt gerade schon in meinem Mittagstief und deswegen bin ich jetzt sowas von ready, Schokolade zu essen. Das ist irgendwie so das, wenn man mittags irgendwie was gegessen hat, muss bei mir irgendwie was Schokoladiges dabei sein. Und deswegen dachte ich, probieren wir jetzt mal direkt drei Sachen auf einmal, weil ich auf alles gerade so Bock habe. Einmal das neue Black and White Duplo. Da bin ich echt mal ultra gespannt, weil ich glaube, es gab noch nie eine Edition, die so innen drin braunen Schokoteig hatte. Dann natürlich von Koro. Das ist so eine Art Hanuta, würde ich sagen, mit Pistaziencreme. Oh mein Gott, wieso ist da vorher noch niemand drauf gekommen? Ich finde, das sieht so geil aus. Und dann noch Jogurette Blaubeere. In letzter Zeit bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen von der normalen Jogurette. Das war früher auch nicht so ganz mein Ding. Aber irgendwie langsam freunde ich mich sehr damit an. Ich würde sagen, wir starten mit dem mildesten, weil ich habe keine Lust, irgendwie jetzt mit dem Duplo zu starten und dann sind meine Geschmacksknospen im Arsch. Oh, das sieht so lecker aus und das riecht richtig krass. Richtig, richtig krass. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das Leckerste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Und das kann ich nach einem Biss schon sagen. Oh mein Gott, schmeckt das gut. Das schmeckt so krass. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Worte dafür. Es geht nicht anders. Es ist so heftig. Ihr müsst das ausprobieren. Kleiner Disclaimer, ich kaufe meine Sachen immer im Rewe. Also wenn ihr was sucht, dann gibt es das meistens im Rewe. Und bei uns im Rewe gibt es so ein ganz Koro-Regal. Oh mein Gott, schmeckt das lecker. Koro, bitte sponsert mich. Es schmeckt so lecker, ich kann nicht mehr. Ich will mir das ein bisschen aufheben und einteilen, weil das so krass ist. Auf den Schock erstmal eine Jogurette, würde ich sagen. Das ist ja eine süße Verpackung. Genau in dem Moment, wo ich gerade abgebissen habe, ist die Speicherkarte vollgegangen. Deswegen habe ich es noch aufgehoben und nicht runtergeschluckt. Bisschen nach Parfüm, muss ich ehrlich sagen, aber im positiven Sinne. Und ein bisschen, als hätte man so eine richtig geile Eissorte in der Eisdiele entdeckt. Finde ich überraschend geil, muss ich sagen. Schade, dass sowas dann immer eine Limited Edition ist. Warum? Schmeckt doch geil. Lasst es doch im Sortiment. Ich glaube, wenn ich das jetzt gegessen habe, habe ich einen Zuckerschock. Ha, ich dachte gerade, ich war gerade verwirrt, warum das dunkel ist, aber von der anderen Seite ist es weiß. Riecht schon mal ziemlich geil. Erinnert mich an irgendwas aus der Kindheit. Früher gab es immer so Boxen mit so verschiedenen Keksen und so drin. Und so hat einer auf jeden Fall gerochen. Ich finde, es schmeckt ein bisschen, cancelt mich jetzt nicht für die Aussage, als würde das alten Leuten schmecken. Schmeckt so ein bisschen einfach herber und so dunkler und keksiger als ein normales Duplo. Das schmeckt ja eher süßer und ein bisschen, keine Ahnung, so vollmilchmäßiger. Aber es hat schon was. Wäre aber jetzt nicht mein Favorite. Auf Platz 1 kommt auf jeden Fall diese Pistazien-Schnitte oder wie das heißt. Danach die Jogurette und als letztes das Duplo. Aber wirklich, wenn ihr eins kaufen wollt, dann save diese Pistazien-Schnitte. Die ist so krass. Gefällt mir tatsächlich ein kleines bisschen besser als die große Brezelpizza, weil mir die große einfach ein bisschen zu juicy ist und die ist so klein und knusprig hier. Wie geil sieht das aus? Einfach die Brezelpizza als Piccolinis. Ich komme gar nicht klar. Ich fand ja die große schon ziemlich geil, muss ich sagen. Aber die kleinen sind noch ein Ticken besser, finde ich. Ich habe sie jetzt trotzdem nochmal demonstrativ gemacht, damit ihr nochmal seht, wie ich sie esse. Es ist irgendwie low-key bisschen, als würde man eine überbackene Käsebrezel essen. Aber nochmal irgendwie anders.
Ich finde, man muss sie aber schnell essen, weil unten sonst der Boden ziemlich weich wird. Der wird halt richtig durchnässt, so durch diese Hitze. Deswegen muss man sich da richtig beeilen. Aber ansonsten finde ich die schon sehr nice. Es gibt noch ein paar Punkte, die ich verbessern würde. Deswegen gebe ich dem Ganzen jetzt so eine 7,5 von 10. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr schon die große Brezelpizza gegessen habt und wie ihr die findet. Ich finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Produkte. Und die muss man auch irgendwie differenziert bewerten, weil es irgendwie was anderes ist. I don't know. Ich hätte nie gedacht, dass es so unterschiedlich wird. Ich muss jetzt unbedingt nochmal wissen, wie dieses Paradiso-Ding hier schmeckt. Ich weiß auch gar nicht genau, was das darstellen soll. Irgendwie so eine Art Mini-Kuchen oder so. Ich bin gespannt. Ich habe das auch davor noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine Neuheit ist, ob es das schon Ewigkeiten gibt und ich einfach mega spät dran bin. Aber ja, ich dachte, ich mache es trotzdem mal in das Video hier rein. Sieht aus wie so ein Mini-Zitronenkuchen irgendwie. Also das Erste, was ich direkt gemerkt habe, es klebt irgendwie unnormal am Gaumen fest. Aber es schmeckt echt wie so eine kleine Zitronentorte irgendwie. Weiß ich aber nicht, ob ich mir das nochmal kaufen würde, weil irgendwie das zu essen voll komisch ist. Dieser Kuchenboden ist einfach mega trocken und klebt einfach am Gaumen die ganze Zeit. Ja, schmeckt aber ganz gut. I don't know, hätte ich jetzt aber keine Cravings drauf, deswegen nur eine 5 von 10. Ich dachte, ich mache mir heute mal zum Frühstück diese Bacon Bites. Ich finde, das sieht so geil aus. Ich habe jetzt aber erst gesehen, dass man das mit Wasser und Öl mixt und das dauert dann irgendwie 30 Minuten, bis das einzieht. Deswegen bereite ich das jetzt mal schnell vor. Also ich muss sagen, ich finde irgendwie, dass das ein bisschen weird aussieht. Also irgendwie, als wäre das so Blutsaft oder so. I don't know. Aber ich glaube, es war jetzt 15 Minuten drin oder so und ich beende das jetzt hier und mache das einfach in die Pfanne und dann gucken wir gleich, wie es schmeckt. So sieht jetzt der fertige Bacon aus. Ich hoffe, ich kann es irgendwie einigermaßen zeigen, ohne dass mir das gleich wieder alles runterfällt. Und ich würde sagen, wir probieren das schnell, bevor das wieder kalt wird. Also, First Impression hat null was mit Bacon zu tun. Wirklich gar nicht. Aber es erinnert mich an irgendwas anderes. Irgendwie gibt mir das mehr so geschnetzeltes Vibe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich hätte das noch knuspriger anbraten lassen sollen, aber ich finde es sogar ganz geil, dass es nicht wirklich 1:1 wie Bacon schmeckt, weil wenn es ein bisschen zu echt wird, dann finde ich es auch meistens eklig. Aber an sich finde ich es wirklich sehr lecker. Wie ihr seht, ich schaufel das mir auch die ganze Zeit jetzt rein. Zwischenzeitlich habe ich kurz Angst bekommen, weil das halt so eklig aussah, als es noch so eingeweicht war, aber ich finde es eigentlich echt lecker. Hat nur nichts mit Bacon zu tun. Wenn ich jetzt nur den Geschmack bewerten würde, wäre es so eine 8 von 10. Aber wenn man sagen müsste, es soll wie Bacon schmecken, dann eine 1 von 10 oder so. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber es schmeckt gut und ist eine gute Proteinquelle. Ich bin ready. Ich habe hier die zwei neuen Gönnergy-Sorten. Es gibt noch eine dritte Sorte, die habe ich bei uns jetzt aber nicht gesehen. Wir haben hier einmal Sweet Lemon und White Peach. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich sowas eigentlich nicht vertrage. Aber für die Wissenschaft, ne? Ich will jetzt ja auch wissen, wie es schmeckt. Und natürlich gekühlt. Und ich benutze dafür auch einen Strohhalm, weil ich es ehrlich gesagt ein bisschen eklig finde ohne. Das riecht schon mal sehr geil. Ich glaube, das könnte genau mein Geschmack sein. Oh, White Peach riecht ehrlich gesagt auch gut. Von dem anderen war ich jetzt nicht so begeistert, die anderen Sorten. Das waren nicht so meins. Es schmeckt ein bisschen wie Orangina, oder? Ist das Orangina-Geschmack? Aber dieser Zero-Geschmack ist so eklig. Oder ist das überhaupt Zero? Aber dieser Nachgeschmack von den Süßstoffen ist überhaupt nicht meins. Mhm. Schmeckt beides, finde ich aber deutlich besser als die ersten Sorten, die rausgebracht wurden. Aber dieser Süßstoffgeschmack ist es einfach nicht. Manche Leute, denen fällt das nicht auf oder die mögen das oder sind dran gewöhnt, aber ich kann mir das nicht geben. Ich könnte never, ich könnte so oder so. Wie viel ist hier drin? 0,5. Könnte ich niemals mir runterhauen. Ach so, ich muss noch bewerten. Also, ich finde, glaube ich, das Grüne ein bisschen geiler. Ich versuche jetzt mal... Ah doch, ich muss schon den Nachgeschmack mit reinnehmen. Das Grüne kriegt eine 6,5 und das andere eine 5,5. Wir sind jetzt auch schon bei der letzten Sache angekommen. Falls ihr euch wundert, warum ich die anderen Koro Rügenwalder Mühle Produkte nicht getestet habe. Das passt, also irgendwie sprengt das so ein bisschen den Rahmen, weil sonst ist das ja alles auch offen und dann
I don't know, ich fand es ein bisschen too much irgendwie, aber es wird safe noch in einem anderen Video vorkommen oder auch in den Vlogs, falls euch das interessiert. Aber jetzt testen wir diese Churros aus dem Tiefkühler. Und zwar sind die mit Apfel-Zimt-Füllung. Man muss die einfach in den Ofen legen und schon sind die ready to eat. Die Churros waren jetzt echt richtig schnell fertig. Ich habe einmal den kleinsten Teller der Welt rausgeholt, um die zu probieren. Ich hoffe, der Ofen ist jetzt nicht zu laut im Hintergrund und ihr könnt alles verstehen, was ich sage. Die riechen auf jeden Fall geil, aber natürlich auch fettig. Das ist so heiß gewesen. Ich habe es doch jetzt schon 5 Minuten liegen lassen. Jetzt kriege ich auch noch Augenzuckungen. Leute, das ist low-key richtig geil. Erinnert mich ein bisschen an die Apfeltasche von Magis. Aber irgendwie ist es geiler. Also es ist irgendwie, der Teig ist nicer als das von der Apfeltasche. Ich kann mir das natürlich auch sehr gut vorstellen, noch mit so Nutella-Füllung oder so. Einfach Schoko oder irgendwas in die Richtung oder Nougat. Aber so ist es auch schon sehr lecker, muss ich sagen. Und einfach so easy. Das war jetzt 8 Minuten oder so im Ofen und dann ist es einfach schon ready. Sowas ist eigentlich auch immer geil, wenn man Besuch hat. Einfach eine Kleinigkeit auf den Tisch legen will, finde ich richtig nice, muss ich sagen. Ich würde dem Ganzen so eine 9 von 10 geben, glaube ich. Ich finde es richtig lecker. Dieser kleine Einschub. Ich habe völlig diese Toffifee hier vergessen. Ich habe es gerade erst entdeckt. Ich bin noch am Video schneiden. Das Video kommt auch gleich online. Aber ich muss ja jetzt unbedingt noch dieses Toffifee hier probieren. Ich bin ja eigentlich nicht so der größte Toffifee-Fan. Aber diese Special Editions finde ich schon eigentlich immer ziemlich nice. Riecht auch schon mal ganz geil. Finde ich geiler als das Original. Schmeckt ein bisschen, als wäre da einfach ein Brownie drin. Sehr nice. Kriegt auch eine 8,5 von 10, würde ich sagen. Finde ich richtig geil. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet die ein oder andere Sache entdecken, die ihr vielleicht auch testen wollt. Es gibt ja immer Leute, die sind nicht vegetarisch oder vegan und wollen trotzdem immer mal neue Sachen testen. Und ich hoffe, das konnte ich vielleicht bei dem einen oder anderen erreichen. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal was davon ausprobiert habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!